unmittelbar hier, das heißt entweder neben dem Kanongeschäft oder wo das Bürosystem ist, war auch ein Verkaufsgeschäft des Tischlers Otto Adler. Otto Adler also hat hier nur das kleine Verkaufsgeschäft gehabt. Die ursprüngliche Tischlerei war bei der Wiener Brücke, jetzt Tischlerei Wimmer. Hat aber das nichts, also ist keine Arisierung von Wimmer, muss ich gleich dazu sagen. Nämlich es hat einen anderen Ariseur gegeben. Und zwar die Tischlerei Geppert hat den Otto Adler arisiert. Und die Familie Adler und das die Geschichte der Familie Adler ist aus verschiedenen Gründen interessant. Einerseits ist es interessant, weil also Otto Adler hat Antiquitäten nachgemacht und hat eine Reihe von Arbeitern beschäftigt nach der Arisierung. Und das ist auch etwas, was nicht so oft vorgekommen ist, haben die Arbeiter demonstriert und sind zum Amt der Deutschen Arbeitsfront gegangen. Und das muss dort gewesen sein gegenüber der Realschule, wo jetzt auch irgendein Wirtschaftskammer ist. Die sind dort so rund 10 bis 15 Arbeiter dorthin gezogen in einer Demonstration schon, wie die Arisierung vonstatten gegangen ist und haben demonstriert, jetzt würde ich sagen, man könnte es jetzt heroisch sagen, sie haben für ihren Firmenchef demonstriert, aber sie haben einfach darüber demonstriert, dass sie einerseits den Gehalt nicht bekommen haben vom Ariseur und so quasi der Tenor war natürlich auch, also der jetzt gekommen ist noch schlimmer als der Jude, der vorher war. Und dieser Otto Adler ist, und um das auch zu dokumentieren, wie das stattgefunden hat, eine sogenannte Arisierung. Er ist ins Kreisgericht Krems eingesperrt worden und so wurde der Verkaufspreis von ihm erpresst, dass nach 1945 diese Praktik nicht sofort als nicht ein normaler Geschäftsablauf eingestuft wurde und hier langwierige Prozesse notwendig waren, ist vielleicht eine Anmerkung über die Justiz nach 1945. Er hat dann dem Verkauf zugestimmt, obwohl alle Bekannten ihm geraten haben, das Land zu verlassen. Befreundete Familien, die Familie Karpfen, die auch ein Geschäft hatten, wollten die Familie Adler überreden, nach Palästina auszuwandern. Er konnte sich nicht entschließen. Man muss dazu sagen, dass im September 1938 so die Deadline war, hier sollten alle Juden Krems verlassen haben, sind dann nach Wien übersiedelt. Und die Familie Adler, während ihre Tochter, die Hertha, mit einem Kindertransport nach England geschickt wurde, haben es die Eltern nicht geschafft, sind in Wien geblieben und wurden dann am 26. Jänner 1941 nach Riga deportiert ins Ghetto und dort dann vom Ghetto aus erschossen. Und eine kleine Anmerkung dazu, seit 1. September gibt es eine kleine Gedenktafel an die Otto und Anna Adler in Riga angesichts dieser, die dort erschossen wurden. Die Geschichte von Otto Adler, und zu Otto Adler muss man aber dann auch noch Folgendes erzählen. Also die Arisierung hat stattgefunden. Die Tischlerei Geppert hat es bis vor kurzem auch noch gegeben. Das Interessante ist, in dieser Tischlerei Geppert haben, um hier einen anderen Bogen zu einer anderen Geschichte zu ziehen, haben einige Arbeiter gearbeitet, die dann später für die illegale kommunistische Partei tätig waren. Also zwei davon sind dann verhaftet worden. Der Ferdinand Strasser, der vormals Vizebürgermeister für die Sozialdemokratische Partei in St. Pölten war, und ein gewisser Johann Hoffmann, die in der Tischlerei gearbeitet haben, und ein Franz Zeller hat auch dort gearbeitet, und die waren illegal tätig für die kommunistische Partei. Das heißt, sie haben während der Nazizeit Geld gesammelt für inhaftierte Familien. In so einer kleinen Stadt wie Krems ist es nicht verwunderlich, dass eine derartige Tätigkeit irgendwann auffallen musste. Sie wurden verhaftet, haben den Prozess bekommen, und da muss man dann wieder natürlich auch sagen, dass zumindest in diesem Zeitpunkt der
vormalige Ariseur zumindest versucht hat, für seine beiden Arbeiter einzutreten und hat bei der Gestapo interveniert, war natürlich aussichtslos und alle drei wurden hingerichtet. Das sind drei Kremser, die für die Freiheit Österreichs gestorben sind. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht erwähnen, dass es für diese drei in Krems werden sie fast vergeblich irgendeine Kennzeichnung finden. Aber es gibt zumindest einen Platz, nämlich den Franz-Zeller-Platz, dort, wo die Kunsthalle ist. Und zumindest hat jetzt nach mehrmaligen Erinnerungen die Kunsthalle seit einigen Jahren die Adresse Franz-Zeller-Platz Nummer 1. Aber ich würde annehmen, viele in Krems glauben, das ist der Operettenkomponist Zeller, der hat zwar einen anderen Vornamen gehabt hat, aber dass das ein Widerstandskämpfer gewesen ist, das werden Sie so nicht erkennen, aber vielleicht wird es noch einmal passieren. Okay, das ist der Ausflug zur Familie Adler. Und die Geschichte, quasi die hier, wo wir nur jetzt nicht einmal zwei Häuser absolviert haben. Sie brauchen keine Angst haben, wir machen nicht die gesamte Häusergeschichte Krems derartig durch. Das würde nämlich länger dauern. Wir gehen jetzt weiter zum Platz der ehemaligen Synagoge. Das ist die Aufnahme so wenige Jahre vor dem Abriss dieser Synagoge. Diese Synagoge wurde, und das ist jetzt kein Hörfehler, im Jahr 1978 abgerissen. Der Zustand und der bauliche Zustand der Synagoge war so, wie Sie es hier sehen, also nicht würdig abgerissen zu werden. Die Kremser Synagoge hat viel überlebt. Die Bauwut der 70er Jahre hat sie nicht überlebt, die Kultusgemeinde. Da es keine jüdische Gemeinde nach 1945 in Krems mehr gegeben hat, es hat ein einziger Jude ist nach Krems zurückgekehrt, das muss man auch so festhalten. Sonst hat niemand das Bedürfnis verspürt, hier in diese Stadt zurückzukommen. Hat die Kultusgemeinde diese Synagoge verkauft, ein noch gut amtierender Baumeister hat sie gekauft, hat sie abgerissen und hat ein Wohnhaus, also ein Geschäftslokal hier errichtet, das hier am Platz der ehemaligen Synagoge eine Bank errichtet wurde, ist wahrscheinlich eine gewisse Ironie der Geschichte. Aber wir wollen nicht mit dem Ende der Geschichte beginnen, sondern mit dem Beginn. Und jetzt möchte ich Ihnen ganz kurz vorlesen, was der Oberrabbiner Dr. Moritz Güdemann im Jahr 1894, nämlich auch im September, hier bei der Eröffnung der Synagoge gesagt hat. Ihr stehet heute allesamt vor dem Ewigen, eurem Gotte. Als Moses diese Worte sprach, stand Israel im Begriff, in das gelobte Land aufzubrechen. Ähnliche Bedeutung hat für euch, meine Freunde, der gegenwärtige Augenblick. Es ist ein gelobtes Land, das sich euch eröffnet, in dem ihr in dieses würdige und schöne Gotteshaus einziehet. Israels Beruf fordert vor allem Standhaftigkeit. Es hat vielleicht niemals eine Gemeinschaft gegeben, die so viel Veranlassung hatte, wankend in ihren Grundsätzen und Zielen zu werden und die dennoch so viel Ausdauer und Standhaftigkeit bewiesen hat, wie die Bekennerschaft unseres Glaubens. Wir gedenken der frommen Märtyrer, deren Blut einst den Grund und Boden dieser Stadt gefärbt hat, aber wir gedenken ihrer ohne Groll und Hass gegen denjenigen, die das Blut vergossen haben. Ihr Blut ist nicht umsonst geflossen. Es hat als ein kostbarer Tau das Erdreich befruchtet für das allmähliche Wachstum einer freisinnigen, humanen Denkungsart. Keine Klage über das, was wir gelitten haben und noch leiden, soll in dieser Stunde über unsere Lippen kommen. Lenken wir unseren Blick aus trüber Vergangenheit in die freundlichere Gegenwart und segnen wir dann erfüllten Herzens das Haupt unseres vielgeliebten Kaisers und Herrn, der mit gleicher Liebe alle seine Untertanen zu umfassen erst kürzlich wieder erklärt hat
und der unaufhörlich bemüht ist, diese Kundgebung durch die Tat zu beweisen. 1894 bei der Eröffnung der Synagoge hier auf diesem Platz wurden diese Worte gesprochen. Lenken wir unseren Blick aus trüber Vergangenheit in die freundlichere Gegenwart und segnen wir dann erfüllten Herzens das Haupt des vielgeliebten Kaisers. Die Kaiserzeit war für die Juden nicht nur in Krems wahrscheinlich eine kurze Zeit der Blüte, wo zumindest etwas an Nebeneinander und so ein Anflug vielleicht von Toleranz möglich gewesen war, dass diese Synagoge nicht so ohne weiteres hier an diesem Platz gebaut werden konnte, möchte ich Ihnen aber natürlich auch kurz zu Ohren bringen, nämlich es hat lange Versuche gebraucht, also Jahrzehnte hat es gedauert, also bis die jüdische Gemeinde von Krems einen Platz zum Bau der Synagoge gefunden hat, weil die Gemeinde von Krems angesichts der Großdeutschen hier und des Antisemitismus natürlich das nicht hinnehmen wollte. Und so hat zum Beispiel einer, und hier schließt sich dann später auch die Geschichte, ein Dr. Hans Stingl damals gesagt im Gemeinderat: Wir fußen auf christlich-germanischer Grundlage. Wir und meine Genossen beachten die Freiheiten des Bekenntnisses und halten diese Freiheit wie Kaiser Josef hoch. Gleichzeitig wehre ich mich aber entschieden dagegen, dass städtischer Grund zum Bau eines jüdischen Tempels hingegeben werde. Sie wissen ja ferner, was die religiösen Bräuche der Juden für ein Geschrei verursachen. Wollen Sie nun, dass in der Ringstraße sich dieses erhebe? Ich hasse keinen Juden, aber ich sage, der Boden ist christlich-germanisch und da hat kein Jude etwas zu schaffen. Das war in der Gemeinderatsdebatte, und da nimmt er Bezug darauf, dass ursprünglich die Synagoge an der Ringstraße gegenüber dem Haus, wo die Delikatessengeschäft Kerpen gewesen ist, dort einer der ersten Bauplätze war, um diese Synagoge zu errichten. Die Synagoge wurde errichtet hier, und der Architekt dieser Synagoge war ein Max Fleischer, ein angesehener Architekt, der in Wien eine Reihe von Synagogen errichtet hat. Er war aber auch, hat mitgebaut am Wiener Rathaus, und es gibt wahrscheinlich für wenige dieses Privileg, wenn sie heute zum Wiener Rathaus gehen und direkt beim Haupteingang hingehen, gibt es eine kleine zwei Köpfe von zwei Architekten, und der rechte davon ist auch erkenntlich und so angeschrieben ist Max Fleischer, der hier auf dem Wiener Rathaus verewigt wurde.